Heute bin ich zu Gast bei Dr. Monika Wulff-Matthies. Sie war eine große Gewerkschaftsführerin, SPD-Politikerin, auch Managerin bei der Deutschen Post. Sie hat mich eingeladen auf ein Getränk. Ich bin schon sehr gespannt, was es ist und freue mich auf das Gespräch. Hallo, Frau Wulff-Matthies. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Kommen Sie rein. Das ist ja großartig. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. Jetzt kommt der Vorführeffekt, weil die manchmal durchrutschen. Mal sehen, ob das jetzt auch passiert. Nee. So. Wow. Schauen Sie mal. Espresso ist genau das, was ich jetzt hier brauche. Genau. Und Wasser haben wir auch noch dazu gleich. Augenblick. Wunderbar. Ja, und dieses Format dreht sich um dieses Getränk, das Sie vorbereitet haben. Und sobald es ausgetrunken ist, hören die Videos auf zu drehen. Da müssen wir aber sehr langsam trinken. Genau, wir müssen unser Gespräch unterbringen in diesen Espresso. Mm. Sie sind ja schon so etwas wie eine, wenn ich das so sagen darf, eine Legende hier in Bonn, haben alle möglichen Rollen gehabt, politisch, als Gewerkschaftsführerin. Und wie haben Sie Bonn wahrgenommen? Was war das für eine Stadt für Sie? Ja, so die kleine Stadt am Rhein. Ne? Ja. Mein erster Aufenthalt in Bonn war ja schon in der Zeit von Willy Brandt als Kanzler. Und da fremdelten doch die Beamten und Mitarbeiter mit der Urbevölkerung. Nachher haben sie so ein bisschen gelernt, das Rheinische auch leicht zu nehmen. Ja, es ist ja auch wirklich ein sehr liebenswertes Umfeld und die Leute sind äußerst freundlich, finde ich. Also sie kommen ja auch nicht, glaube ich, aus Bonn, sie kommen aus Hamburg ursprünglich. Ja, genau. Ich bin also eher das kühle Norddeutsche gewohnt. Ja, und ich das pietistische Schwäbische. Das ist schon. Ich habe auch mal in Stuttgart gewohnt, das kann ich nachempfinden. Ja, erstmal wirklich eine Entdeckung, wie freundlich Menschen sein können. Was würden Sie sagen, ist der große Unterschied zwischen der Zeit damals, sagen wir 80er Jahre, und jetzt in der Stadt? Ja, Bonn ist eigentlich internationaler geworden, auch wenn die Bonner fürchterlich immer noch klagen auf sehr hohem Niveau, dass Bonn nun nicht mehr Hauptstadt ist und die Diplomaten fehlen. Aber dafür haben wir hier internationale Konzerne und es gibt ein sehr reiches politisches und vor allen Dingen künstlerisches Leben in Bonn. Sie haben sich ja auch als Europapolitikerin stark engagiert. Beethoven ist ja auch ein großes europäisches Phänomen, oder wie haben Sie das wahrgenommen, auch im Ausland? Verbindet man Beethoven nur mit Bonn und Deutschland? Natürlich mit der Europahymne. Ja. Das ist ja doch was, was jeder kennt. Es ist, denke ich, schon ein Stück auch Identifikation mit der europäischen Geistesgeschichte, in der ja nun Beethoven wirklich eine Riesenrolle spielte und dass er auch immer großen Wert drauf gelegt hat, dass Freiheit, Frieden heute nun noch mal mit einem besonderen Akzent, dass ihm das immer wichtig war. Mhm. Und Sie leiten ja heute auch eine Beethoven-Stiftung. Es gibt ein paar in Bonn, muss man dazu sagen. Aber Ihre ist da doch besonders prononciert in dem Sinne, dass es auch ein sehr zeitgenössisches Thema hat. Sie fördern nämlich vor allem Klangkunstprojekte. Wie kam es dazu? Also die Beethoven-Stiftung für Kunst und Kultur, wie sie genau heißt, ist ein Kind des Bonn-Berlin-Ausgleichs. Und wir haben uns dann überlegt, wie kann man Kunst fördern? Und wir haben gefunden, dass Beethoven für uns eben vor allen Dingen mit seiner innovativen Kraft wichtig ist. Und Klangkunst ist eben etwas, was niederschwellig ist, was jeder irgendwie auch wahrnehmen kann. Es ist natürlich was, was mit Beethoven und seiner Taubheit und Ertaubung durchaus auch in Verbindung steht, aber was eben auch ermöglicht, überhaupt
in der Jetztzeit wieder hören zu lernen. Mhm. Bei der Reizüberflutung, die man normalerweise hat, ist es, finde ich, auch ganz interessant, über Klangkunst Menschen zum Zuhören, zum Hinhören zu bewegen und nicht einfach so zum Nebenher. Und was wir dann jetzt nach 10 Jahren entwickelt haben, ist der Versuch, auch eine Verbindung zwischen Klangkunst, zwischen Kunst überhaupt und Nachhaltigkeit zu schaffen, weil Nachhaltigkeit eben nicht nur ein politisches Postulat ist, sondern was Menschen auch emotional erfassen soll. Und das kann man durchaus mit Klangkunst. Und deshalb haben wir ja auch in diesem Jahr ein schönes gemeinsames Projekt, nämlich mit dem Klangkünstler Robin Minar. Und ich glaube, dass das ein ganz spannendes Klangerlebnis wird. Absolut. Also nach allem, was ich da gehört habe in der Genese, das klingt wirklich großartig. Und ich finde es natürlich auch im Allgemeinen super, wie Sie das angehen, also Beethoven als sagen Inspiration mehr zu sehen als nur als Denkmal, was man immer wieder abspulen muss. Und das Projekt, ja, das ist ja vor unserer Festzentrale, die in der Kreuzkirche eingerichtet wird, auf eine sehr besondere Weise, diese Arbeit von Robin Minar. Sie sind ja sonst auch rege Konzertbesucherin. Was gefällt Ihnen denn so am besten? Ist das die große Sinfonie oder die kleine Kammermusik? Ich finde das Sitkovetsky-Trio sehr interessant. Ich habe die schon ein paar Mal gehört und ich denke, da sollte man hingehen. Mhm. Und aufregend ist ja wahrscheinlich die Turangalila-Symphonie von Messiaen. Ja. Da bin ich jedenfalls sehr gespannt und da haben sie mir den Mund auch irgendwie ein bisschen wässrig gemacht durch die Beschreibung. Ja, dass es eigentlich auch keine Symphonie ist und ein, wie soll ich mal sagen, also etwas, was alle Sinne irgendwie anspricht. Und ich glaube, dass das sehr spannend sein kann. Ja, Sie sprechen die ganze Bandbreite an von Deluxe-Kammermusik. Sitkovetsky-Trio finde ich auch eines der absolut besten, die es gibt. Und natürlich gibt da auch das Repertoire Beethovens. Das ist toll, Beethoven und was spielen die denn? Ich habe es mir irgendwo auch noch notiert. Auch eine Komponistin und so ganz gemischtes Programm. Ja, irgendwie eine wiederentdeckte Komponistin. Genau, aus dem 19. Jahrhundert. Das finde ich auch toll. Ja. Übrigens auch, wichtiges Thema. Dass man was die Komponistinnen langsam mal wiederentdeckt und feststellt, dass es also wirklich tolle Frauen gibt, unbedingt, die immer zurückstehen mussten hinter den glänzenden Männern. Ja, ja, unbedingt. Ein großes Thema, gerade auch schon zu Beethovens Zeit. Ja, vielen Dank für diese Empfehlungen und überhaupt vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir haben fast ausgetrunken. Ja, ich habe auch noch ein bisschen. Okay, dann können wir noch. Dann vielen Dank. Gerne.